So, da bin ich wieder. Herbstlaub wollen wir uns heute anschauen. Kleines Spiel, hat nicht ganz die Standardgröße vom Kobold Verlag. 1 bis 4 Spieler, 10 Jahre, 30 bis 40 Minuten. So schaut's von hinten aus, von vorne halt eine Grafik schön im Wald und wir gucken mal, was das Spiel so an Material mit sich bringt. Hier die Besonderheit, das Spiel kommt nicht in der Folienverpackung. Das ist eins der ersten Spiele, was quasi hier so ein Klebepippus hat. Und das spart halt ein bisschen Plastik. Wir schauen mal rein, was es trotzdem kann. Wir haben hier eine Anleitung, Version 1.4 Herbstlaub. So, mal kurz durchgeblättert. Keine Rechtschreibfehler drin und direkt alles überprüft. Jetzt haben wir hier noch ein paar Tableaus, sehe ich hier, mit Blättern, beidseitig bedruckt. So, schauen wir mal nach. Gibt es wahrscheinlich ein paar mehr. Hier seht ihr jetzt auch schon nicht mehr in Plastik eingeschweißt. Dann haben wir hier einen Zugablauf. Das gibt es in ja, verschiedenen Karten. Hier steht, also hinten steht Zugablauf drauf, Blätteraktion und Winterhöhle steht noch drauf. Das gibt es viermal. Was haben wir hier? Ein einzelnes 3x3. Frost, Winter. Kann man wahrscheinlich die Blätter drauflegen. Es gibt es auch noch mal in einer anderen Farbe. Nee, oder ist es? Nee, ist auch ein anderes Tableau. Und dann haben wir hier so Boxen. Ha, schaut euch das mal an. So Boxen, die wir aufmachen können. Da ist noch nichts drin. Ist fast wie so ein Adventskalender. Ist auch leer. Und hier ist jetzt ist nichts drin, ein Umschlag. Das Ganze gibt es hier nochmal mit verschiedenen anderen Sachen. Da kann ich irgendwas mit bauen und mitmachen. Vermutlich für die Karten. Gucken, ob die Größe das so hergibt. Nee, passt irgendwie nicht. Ansonsten finde ich jetzt hier einen kleineren Kartensatz. Einen größeren Kartensatz. So. Dann habe ich hier schon mal reinschauen, was drin ist. Eichhörnchen, würde ich sagen. Vier Eichhörnchen und ein, tja, ist das eine Sonne? Ein Sonnenmarker oder so? So schaut es aus. Packe ich wieder rein. Ja, ansonsten hat man hier viel, ja, ich würde jetzt sagen, Aufbewahrungsmaterialien, Boxen für das, was man hier, denke ich, auspöppelt. Das soll es auch schon kurz gewesen sein. Ihr seht, ihr habt hier viel Material. Ihr habt hier auch ein wunderbares Aufbewahrungssystem für die Karten, für die Spielsteine und auch für das ausgepöppelte Material. Herbstlaub vom Kobold Verlag, jetzt bei uns verfügbar. Bis dann, ciao.